Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Man kann auch. Backrooms. Jeder versucht sich gerade an Backrooms. Ich weiß nicht, was daran so interessant sein soll. Aber wir gucken einfach mal, ne? Ich bin alone, also alone. Ich bin mal gespannt, davon soll ja auch ein Film, also es soll ja davon auch bald einen Film geben und so weiter. Schön, Alter. Schön drin ist so. Mensch, doch. Sehr nette Gegend hier und so weiter. Ist ja nett. Also Backrooms sind dann halt, die spielen wohl ja. Also irgendwo ist denn hier ein Backroom und man verschwindet halt in eine Parallelwelt so ungefähr. Keine Ahnung. Soweit würde ich das, denke ich mal, sagen. Ne? Und davon soll es dann auch bald einen Film geben. Also die haben es irgendwie die Rechte. Man hat sich wohl die Rechte gekauft irgendwie von jemandem, ne? Der mit den Backrooms, der die erfunden hat. Oder keine Ahnung. Und ja. Das sind die Backrooms. Willkommen. Willkommen, 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 willkommen. Ups, neu aufstoßen. Hä? Hä? Ha. Fußspuren. Das ist meine. Ich bin ja barfuß hier unterwegs. Ach so. Ich weiß nicht, hat einer im Chat schon mal was gehört von den Backrooms? Also ich sehe das ja generell immer so auf TikTok so ein bisschen halt. Und ja, ja, ne? Ja. Das sind so eine kleine Horror-Stories. Und ja. Ich weiß nicht wirklich. Ich sehe das meistens mit den Backrooms hier. Bin ich Kreis gelaufen? Ich bin im Kreis gelaufen. Ich sehe es ja meistens mit so einem Swimmingpool, sehe ich das meistens auf TikTok. Aber Mensch, hier ist eine Menge Platz, ne? Das erfährt sich. Ja. Ah, die Couch ist hier. Die ist aber ganz schön klein, doch. Das ist eine Mini-Couch. Ah. Ja, die Backrooms Casting-Couch. Ah. Nur etwas klein, leider. Hätte ich die ein bisschen größer machen können. Ja, ich weiß nicht, was man hier so macht, so schön ist eigentlich. Keine Ahnung. Slandy! Ich höre irgendwie den Fernseher rauschen, ne? Ich folge einfach mal den Fernseher rauschen, ne? Ah, wenn die Nase juckt. Fernseher! Fette Sache, wo bist du? Ich hab was gefunden, ne? Keine Ahnung. Kuckuck. Soll ich da hingehen oder soll ich davon fernbleiben? Weiß ich nicht. Geht's um die Couch? Die sah mir schon von Anfang an verdächtig aus. Es ist. Wie bei Ghostbusters. Ah, gut. Need to kill. Ich soll 4 Schlüssel finden. Willkommen bei Slenderman. Keine 8 Seiten, sondern 4 Schlüssel. Geil. Das wollte ich haben. Das heißt, ich muss jetzt 4 Schlüssel suchen. Hä?
keine vier Schlüssel suchen. Believes warning incoming. Ja, da warte ich noch drauf. Wieso hat die Putze keine Fenster? Ja, das ist der Backroom. Der Backroom hat deswegen keine Fenster, weil es ein Backroom ist. Ja, jetzt ist dunkel, würde ich sagen, ne? Geil. Es wird ja immer besser. Hat gewackelt hier. Jetzt renne ich da lang. Ich soll Schlüssel suchen. Ich schlüssel dir gleich eine hier, da. Gib gleich auf dein Schlüsselbein hier eine. Ich bin gefangen in den Backrooms. Keine Ahnung, was ich hier soll. Ach ja, Schlüssel suchen. Oh Gott, das ist durch. Durch die Wand geht nicht. Rast raus, ja. Ich da reingehen, oder was? Wo geh ich rein, oder was? Keine Ahnung, wir gehen rein einfach. Keine Ahnung. Da brausen. Boah, ja. So ein schön schlagbohrig hier im Borchewinde rein, ja, ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich würde sagen, ja. Wo habe ich denn das blöde Radio? Ach, da ist das Radio. Warte, Schnappe. Das ist ja neu. Okay, ja, das geht auch. Ich hatte doch irgendwo mal eine Taschenlampe gehabt. Habe ich schon wieder vergessen, wo die ist. Was ist das? Steht der Hold Drop Radio? Flashlight. Die ist weg. Was ist denn das? Wir müssen hier lang gehen, also okay, dann gehen wir hier lang. Ich darf keine andere Tür benutzen, okay. Dann gehen wir lang jetzt. Mensch, ja, fast wie ein Hogwarts hier, geil. Hello, hey, listen. Was hier? Wer macht hier Hello? Was ist los? Was passiert hier? Meine Freunde, ich sehe den Chat erst später, ja? Das ist hier nicht so, mein Tablet ist Schrott. Mein Tablet ist Schrott, deswegen sehe ich den Chat hier irgendwie später. Was ist das hier? Stimmen aus der Zwischenwelt. Was ist hier? Keine Ahnung. Ah, das war die falsche Tür oder was? Ich muss halt hier mal mit dem Chat hier anders einstellen bei mir auf dem Handy. Das ist ja Quatsch, ist das. Ich muss mal ganz kurz hier was einstellen. Ich sehe gar nicht gerade, wer hier ein Hello gemacht hat überhaupt.
Wo der Sport? Fulmination ist dir gefolgt. Vielen, vielen Dank fürs Folgen erstmal von Fulmation. Fulmation? Fulmation, ja. Ich sehe das hier gar nicht heute richtig. So, jetzt. Ich mache das jetzt so hier. Ich mache das jetzt so. Here we go. Attacke! Attacke! Wo sind die Zombies hier eigentlich? Der soll mir mal unsere. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Hey, Kopf gerade. Hallo? Ja, nicht. Wackelt die alle so? Ich passe da nicht rein. Ich bin zu dick. So. Ja, hallo? Warum klopfen die alle? Das ist auch die reine Verarschung hier. Also wenn ich jetzt eine Tür mache, dann komme ich immer wieder hier rein. Dann komme ich immer wieder zurück hier. Bin ich ein PT oder was? Egal welche Tür ich benutze, ich drop einfach hier wieder rein. Aha, ich raste aus. Ich probiere jetzt einfach alle Türen mal aus. Strange. Andi, bring mir den Bohrschlaghammer, bitte. Ich brauche den jetzt. Hier nicht fit sein, es geht. Okay. Ja, ich verstehe langsam. Ja, aha. Ich verstehe. Das ist so ein Spiel, ist das. Oder vielleicht ist es ja auch eine Tür, die ich nicht sehe, vielleicht. Vielleicht suche ich ja auch eine Tür, die gar nicht da ist. Ah. Weil in den Schatten, ne, sind auch Türen nämlich. Hier ist nämlich auch eine Tür, die kann man aber nicht sehen. Und vielleicht suche ich. Das ist ja Quatsch jetzt, oder was, Jungs? Kinders, schön hier los. Also. Ich gucke nochmal nach. Also, ich habe vorhin diese Tür geöffnet. Das ist eine schöne Tür erstmal. Ach, man kann hier rumgehen. Ah, man kann hier. Also, ich bin ja auch blöd, ne? Ey, das war so dunkel hier. Ich habe gedacht, da wäre hier nichts. Man kann hier rumgehen. Ja, Sie sehen, ich bin nicht der Hellste. Nimmt kein Ende einfach. Nein, auf zu klopfen. Ich renne einfach so jetzt lang hier so. Guten Tag, Sie sind einmal rumgelaufen jetzt. Herzlichen Glückwunsch. War ich doch schon. Nein! Nein! Ach, Ben, das habe ich sofort gesehen. Ja. Ich darf jetzt nochmal von Anfang an durchrennen, ja immer. Einmal links rum, dann rechts rum, dann gehen wir hier lang, dann gehen wir hier lang.
Dann gehen wir hier einmal links. Dann gehen wir hier längs. Ganz wichtig, keine Türen öffnen, die wir nicht öffnen wollen, auf jeden Fall. Dann gehen wir hier nochmal lang. Okay. Ich habe keine Puste mehr. Jetzt gehen wir hier nochmal lang einmal. So, dann gehen wir hier nochmal rum einmal. Das ist ganz wichtig. So, dann gehen wir einmal hier rein. Das ist auch ganz wichtig. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir hier rum einmal. So, die Tür da ist auf jeden Fall fake. Die machen wir nicht auf. Dann gehen wir hier einmal rum. Dann gehen wir hier rum. Dann gehen wir... Oh, wird immer komplizierter hier. Aha. Okay, okay, okay. Dann gehen wir hier rum vielleicht einmal. Immer die öffnen. Was ist das? Restart Key? Key? Hä? Key, Key? Gib mir doch den scheiß Key jetzt. Key, 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 Key. Wo ist denn der Key? In der Tasse oder was? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Von 4. Restart. Ach, Herr Tasuke, jetzt macht es Sinn, ja. Das war ein Wortspiel, weißt du? Ja, das ist der erste Schlüssel von 1000. Schön. Schön, ich fühle mich... Ach, was mache ich denn hier für ein Pisse? Ich habe nicht geflucht gerade, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Also, das ist ja... Also, mein Freund, dass er anders wird. Wo ist überhaupt das Monster? Es muss auch ein Monster geben, oder nicht? Hat da hinten geht einer. Wow. Ah. Was? Ah. Es ist nicht schneller als ich auf jeden Fall. Mann, geh doch mal weg jetzt hinter mir. Da war auf jeden Fall ein Typ da hinten noch, den wollte ich fragen. Was ist das für eine Tür eigentlich hier? Ah. Ach, eine Tasse. Ja, schön. Sehr praktisch. Der zweite Key, jetzt läuft das hier, jetzt läuft das. Ich sag's euch, jetzt läuft das hier. Es läuft letztendlich. Ah. Jetzt läuft das. Also ich wollte eigentlich immer wissen, was das für ein Typ da hinten war. Oh. Ob wir den nochmal wiederfinden hier? Was ist das denn da auf dem Boden? Das hab ich nur schon wieder gemacht! Mies Muschel! Wird Ben jemals das Ausgang finden? Das können wir fix hier rausfinden, ne? Obermagische Miesmuschel. Werde ich jemals den Ausgang finden? Die magische Miesmuschel hat gesprochen. Also ja. Beim Spielplatz. Schön. Was? Was? Ich kann kein Englisch. Tut mir leid. Könntest du bitte mal auf Deutsch sagen? Was denn? Was? Wie, komm her, sagt ihr. Ja, das weiß ich auch. Ich muss auch so tun, als wenn ich kein Englisch kann, Mensch. Das sollen die Bösen doch nicht wissen, ne? Also das, die müssen doch dann nicht wissen, dass ich das nicht weiß. Das ist auch Taktik, Mensch. Andi.
Frage ist. Das aber, ich hatte einen Leistungskurs. Ich muss flexen. Ja, ja, heute darfst du mal flexen. Heute ist erlaubt. Ja, wohin denn? Ich werde dir Angst hier von der Seite. Ich weiß ja selber nicht wohin. Also hier irgendwie lang. Kann ich nicht rüberspringen. Da ist er doch. Der Schlüssel der Verdammnis. Mensch, auch schon der dritte Schlüssel hier, oder? Jetzt hier läuft das Business hier. Drei Schlüssel habe ich gefunden, ne? Mensch, ich bin gar nicht mal so scheiße wie hier, wie sonst ist. So. Die Frage, wo geht das nächste hin? Nur da halt. Irgendwie hier rüber, glaube ich. Aber ich brauche doch noch einen Schlüssel. Da ist dieser Typ schon wieder hinten. Der sieht nicht so wirklich vertrauenswürdig aus. Den mag ich nicht, den will ich nicht. Hier war ich ja schon. Ja, das mit der Tasse habe ich ja schon gemacht. Mit dem Key. Das heißt, es fehlt ja noch ein Key. Ein Key fehlt noch.
Dass er mir das gleich auch anzeigt, das ist ja Quatsch. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwie ist in der Mitte irgendwas gewesen. Ne? Oh Gott. Das ist ja scheiße. Das ist ja anders wild. Was ist denn hier schon wieder passiert? Bin ich jetzt tot oder? Warum schweben die Kerzen? Ist das hier Hogwarts oder? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. In Hogwarts schweben auch Kerzen. Eine Tür! Okay, gut. Bin mal gespannt. So. Habe ich dir erst noch alle drei Schlüssel oder wie sieht's aus? War ich jetzt tot oder? Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwas war da vorhin auf dem Boden, ne, wo ich vorbeigelaufen bin. Was? Was denn da dahinter? Ja, was ist denn da dahinter? Da wollen wir mal gucken. Ach so. Ich dachte, hier wäre ein Schlüssel oder sowas. Na toll. Hier ist bloß eine alte. Ich hab bloß ein alte Dings hier. Naja, das ist ja gut. Ich dachte, hier wäre irgendwas Cooles oder so. Ich lauf mir wie übelst den Wolf. Da wollte ich hin. Siehst du, hier wollte ich hin. Ah. Habe ich gewonnen! Und verlaufen habe ich mich hier. Das kommt dazu. So, ich habe schon mal alle Schlüssel. Das ist schon mal das. Die Frage. Ja. Ja, ne? Tada! Ich habe es geschafft. Ich bin einmal gestorben. Also ich glaube, ich bin gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da waren überall Kerzen, ne? Aber keine himmlische Musik oder sowas. Und kein weißes Licht. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Einmal jagt die nächste. Aber ich hab's geschafft. Ich hab die vierte Wand durchbrochen, so ungefähr, Andi. Also ich bin. Ja, so ungefähr. Kann ich mir das vorstellen. Wow. Ich muss sagen, war echt gut gewesen. Hat Spaß gemacht. Also, ja, war echt gut. Ein bisschen was anderes. Ja. Das war's mit Level 0 ab Backrooms Experience. Das ist der Prototyp zu einem Spiel, was dann irgendwann erscheinen soll. Und wie gesagt, es soll jetzt noch ein Film erscheinen. Irgendwann und so weiter und so fort.
gerade ist ja Backrooms so ein bisschen hier der Hype ausgebrochen. Ja, einmal für YouTube. Das war's mit Backrooms Experiments. Prototyp, das Ganze gibt's kostenlos auf Steam. Kann man zu zweit spielen, zu dritt, zu vier, zu fünf, keine Ahnung, ich glaube bis sechs Leute. Und kann man sogar mit Twitch verbinden, wenn man es möchte. Ich nehme mal einen tiefen Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream, komplett uncut hochgeladen. Ne? Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mit drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GameFBan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, flauschig und natürlich bis zum nächsten Mal und bis dahin immer schön weiter zocken. Also, haut zu rennen!